Cynical, absolutely apathetic, unbelievable. This could never happen, unthinkable, unimaginable for me. A lifetime spent wishing on stars, praying, can God hear my heart? Someday we'll give peace a try. And maybe someday politicians won't tell us lies. Maybe someday we'll build castles in the sky. Maybe someday everything that you'd expect, just like that. You're 20 something with no one there. But the stars always reappear when it's laid out and the night is clear. So if you listen real closely, you might hear the prayers. Maybe someday we'll give peace a try. Someday politicians won't tell us lies. Maybe someday we'll build castles in the sky. Maybe someday we'll fall. Schönen guten Abend, da sind wir. Stachy, hallo. Hallo. Und unser Nasi-Frau. Schönen guten Abend. Hallöchen. Und unser Mikübel. Hallo, Takoman. Hola. Warum bist denn du noch nicht, warum bist du noch nicht hier in Fortnite? Ist er doch. Ich stehe schon, seit 10 Minuten in der Lobby. Ich habe gedacht, das ist der Herr Nasemann. Entschuldige. Oh. Der Herr Nasemann ist heute nicht hier. Jetzt noch nicht. Ach, den wird es keinen Camper in der Map geben. Und in diesem Sinne, an ihn schönen guten Abend. Na, ihr Uschis, selber Uschi, sag mal, was ist mit dir los? Kommst gleich über die junge Dame. Na, sage mal. Feuerwerk, Feuerwerk. Ich höre kurz nichts. Monate sein Sub. Später. Entschuldigung. Dankeschön. Miguel, vielen Dank für deinen Resub im, Alter, im 32. Monat. Wie lange klebst du mir denn schon am Arsch? Sag mal. 3 Jahre. Treuer Hund, du, ey. 32 Monate. Du bist ja treuer wie jede Ex-Freundin. Ist ja auch egal. So, schönen guten Abend, Anni. Du hast gute Laune. Finde ich sehr schön. Und da ist, glaube ich, gerade ein Lordi drin gehüpft, weil ich habe die Peitsche gehört. Lordi. Hallo. Stoßen Sie zu in Fort Niete, wenn Sie wollen. Mein lieber Herr Lord Niron. Aber können wir mal kurz anmerken, heute hat es das erste Mal seit langem funktioniert, dass alle was gesagt haben, nachdem du uns angekündigt hast. Jetzt, wo du sagst, ja doch, stimmt. Oder? Ja, ja. Die Mel ist auch da. Mel, wunderbaren Abend, guten schönen Diesel. Mel. Du alter Müll, sag mir, wir haben noch Grünschnitt im Haus, liebe Mel. Entschuldigung. Komm, Mel, das ist ein Klassiker, Mel, komm. Der musste jetzt einfach mal sein. Kannst nicht abstreiten. Auch wenn du mich dafür manchmal schlachten wollen würdest. Aber sei froh, dass Kobold nicht hier ist, ne? Der wird das ja komplett auseinandernehmen.
Das war eine Aktion damals mit dem Grünschnitt, ey, wie die sich behaart haben, ne? Ein Traum, ey, ein Traum. Oh Mann. Ich dachte, Miguel, Leute, alle werden sie begrüßt, nur ich werde nie begrüßt, ne? Ich werd in meinem eigenen Stream abends nie begrüßt, ne? Jeder wird, doch, Kuno, Kuno ist der Einzige, der mich jeden Abend grüßt. Alle anderen, hallo Chat, hallo Lordi, hallo Stachi, hallo bla bla bla, ansonsten begrüßt mich. Anani Kusara gönnt 6 Bits. Anni, vielen Dank für deine 6 Bits und dein Emote dazu. Das sieht verdammt. Ich überlese jetzt dieses Emote mal, weil das sieht ein bisschen komisch aus. Aber wie nennt dich denn der Bot? Ananisa? Oder wie nennt der sich? Ja, Miguel. Hör auf. Nein. Oh, büh. Ich muss immer erst schimpfen mit euch Frauen, ne, Mel? Du landest auch noch über mein Knie, ne, Mel? Du landest genauso noch über mein Knie. Adrikin, so du alter Sack, bist du jetzt glücklich? Meinst du, ich bin so schnell glücklich zu stellen von dir? Da muss noch ein bisschen Ofenkäse mit dazu gepackt werden, da muss noch ein bisschen Erdnussflips dazu gepackt werden, nahenstehender Kaffee. Was grinst denn du jetzt so? Du sollst es nicht schön finden, wenn ich dich über Knie lege und dir den Arsch versohle, sag mal. Ich glaube, der hämmert. Schlag mich, peitsch mich, gib mir Tiernamen. Schmetterling. Du Mehlwurm. Gib mir böse Tiernamen, böser Schmetterling. Gib mir ein dreckiges Wort. Küche. Mich kriegst du nicht. Oh. Wenn du irgendwann zu frech wirst, ne? Irgendwann fange ich dich schon mal ab da. Ich weiß, wo dein Bett schläft. Leg euch zusammen über Knie, die eine links, die andere rechts. Und dann habe ich wie so eine Bongos, weißt du, dann kann ich da Bongo-Musik abends im Stream machen. Dittim, 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 dittim. Stachi, Kopfkino aus. Ja, ja, ja. Jetzt fangen die Angebote wieder an. Jetzt fangen die Damen der Stunde wieder mit Angebote hier an. Angebote? Anni hat gerade geschrieben, ja, 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 ja. Ach so. Und warum klingt das Lied, was gerade läuft, wie so ein Weihnachtslied? Ja, ja, dann hast du wieder Rücken und der Stream fällt wieder aus. Ja, aber dann habe ich endlich mal ein Rückenproblem, wo es sich denn auch gelohnt hat, weil ihr luft mit roten, brennenden Arschbacken rum. Gott sei Dank sind die Jungs gerade nicht da, die würden jetzt irgendwas Böses draus machen. Ich bin gerade ein bisschen froh drüber. Lodi! Lodi? Ah, einer schlägt immer aus der Runde. Hey, ich schlag nicht aus der Runde. Wie weit bist du? Ich schieb dich noch nach links. Aber links steht mein Kaffee. Hör auf! Ich glaube, er mag's lieber von rechts. Nee, rechts ist schon belegt. Von wem? Von den Videos für später. Voll der Schieber, ja, aber guck mal, wir können ja schon mal umstellen. Vom Stoppschild. Na sie? Ja. Bis eben mochte ich dich echt, ne? Bis eben warst du mir wirklich sympathisch. Aber, Achtung, Stoppschild! Aber Puppe, mach nicht diesen, ja, ich schwör dir, voilà, mach nicht diesen. Kuno. Aber es war so geil. Kuno, moin moin Obi. Siehst, Kuno ist der Einzige, der wirklich abends reinkommt und mich immer grüßt. Nehmt euch mal ein Beispiel. Moin moin Obi und Rest der Bande. Oh Mann, ich komme hier an und Obi redet von seinem roten Hintern. Jetzt bin ich kurz gestorben. Wer wartet? Lodi? Vielen Dank für deine 150 Bits, du. Und nein, ich habe nicht von meinem roten Hintern gesprochen, sondern den roten Hintern von Anni und von Mel. Weil die Bienen haben ein super süßes Talent, nach Schläge zu schreien. Eu leiser Opi. Okay. Dies setze ich mal auf meine Liste ein Stück nach oben. Gwenny, schönen guten Abend. Du lebst ja auch noch. Wie geht's dir? Hallo. Willst du eine Runde Fortnite mitmachen oder willst du eine Runde mit über Knie zum Arsch voll? Wir sammeln gerade die Leute immer für Fortnite und immer für Arsch voll hauen. Du doch nicht, Anni. Du bist doch die Schlimmste von allen. Du hast meinen Sohn überlebt. Du bist die Schlimmste von allen. Also wer meinen Sohn überlebt hat, der kann nur hart sein. Ich habe noch ein paar... Ich habe noch einen süßen Sahnearsch und lebe verdammt gut damit.
gibt ja auch saure Sahne. Miguel aus. Ich versuche ernst zu bleiben. Schlagsahne. Ja, ach, okay, der wäre jetzt grandios gewesen. Benny, willst du eine Runde mitmachen? Geht auch beides? Ach, du willst auch über Knie? Okay, dann kommst du jetzt erstmal eine Runde mitspielen und wenn du Scheiße spielst und mich permanent killst, kommst du auch noch über Knie. Gar kein Problem. Willst du mitmachen? Ansonsten heben wir jetzt ab. Opi hebt ab die erste. Und ich hebe ab. Leute, ihr müsst so doof. Kopf raus. Game startet gerade. Okay, dann warten wir noch auf Gwenny und dann geht er los. Tja, Obi, da hat Miguel dich leider übertroffen. Ja, in dem Punkt mit dem... Da hat er tatsächlich besser gepunktet in dem Moment. Oh Mann, das hört sich alles so verkehrt an hier. Wo bin ich hier hergeraten? Die Jella auf den Hintern. Du bist da, wo du dich eigentlich am wohlsten fühlst, Kuno. Das kannst du nicht abstreiten. Aber so eine Späße, Kuno, kann ich auch machen in der heutigen Zeit, weil die Mädels ja nicht genau wissen, wie die meint ist. Sonst würde gleich der Erste mit einem gehobenen Finger um die Ecke kommen. Schlumpi, das ist Sexismus. Das sag ich meinem Anwalt. Ja. Der Finnenü, genau. Ja, du darfst doch heute noch nicht mehr sagen, dass du irgendeine Frau doof findest, weil dann bist du gleich ein Sexist, hallo? Ja. Okay, na dann, Auftakt brauche ich erstmal eine Kröte danach. Na dann, Feuer frei, Mel. Du bist die Erste, die über die Knie landet. Dich kenne ich länger. Nee. Hey. Gwenny kenne ich länger als dich, May. Die ist auch leichter wie du. Da hält mein Knie länger durch. Die Ruhe vom Sturm. Guck nicht so blöd, dein Essen ist in der Schüssel. Erscheinen sie, sonst weinen sie. Der war gut, erscheinen sie, sonst weinen. Hey, das ist doch ein Firmenslogan für unser GTA-AP. Das ist eher Stopp. Na, sie nein. Stopp, dem Dreck. Nochmal. Stopp! Wann genau hast du den Clip gesehen? Ja, TikTok macht's möglich. Ach komm, ey. Und es war einfach zu geil. Etwa, wenn du den Stream vorher gesehen hast, ne? Ich hab mich gefreut wie ein Schneekönig, dass ich in diesem fucking RP noch nicht gestorben bin, weil ich bin ja so ein kleiner Druffgänger, wie er Stachy schon mitgekriegt hat, ne? Ich knalle über die Kreuzung drüber mit meinem Moped oder mit meinem Auto, ich denke ja nicht drüber nach, ne? Hm. Und habe mich wirklich drüber gefreut, dass ich immer noch lebe. Will abbiegen und übersehe dieses Stoppschild hinter den großen Grünen, ne? Ich bin hier bei dir Sturm vor Lachen. Das war so ehrenlos. Ich flieg dich aber nicht, wenn du versuchst, mich übers Knie zu legen und den Rücken brichst. Auch wenn ich den Rücken breche, habe ich es hoffentlich hinter mir. Na, no. Dann kannst du mich nachmittags mit Geekskanne besuchen. Gwenny ist da. Tü! Huhu! Gwenny! Hallo! Hallo. Gwenny, mein Sohn in Licht. Ich schnipp's dir aus, dein Licht. Ich versuche zumindest. Achso, Stachy, wie oft stirbt Opi heute durch deine Hand? Ist ja ein anderes Spiel, da wissen wir noch nicht. Ich mache eine Strichliste dann daneben, dann kann ich's dir sagen, wie oft. Schlimm wird's erst, wenn Snow auftaucht, ne? Weil die hat noch besseres Aim wie Stachy. Jupp. Und drückt die liebe Gwenny denn auf Bride? Oh. Wie hieß sie, Gwenny? Lange nicht gehört, nicht gesehen? Soweit gut, wie geht denn das? Weil das Menü ist ja Dreieck, jetzt komplett Dreieck, anders. Dreieck. So wie vorher. Nee, bei mir ist das komplett anders, da das Menü. Trotzdem wie vorher Dreieck drücken. Ah, jetzt bin ich in der Lobby. Mir wurde die Lobby nicht angezeigt. Ach so. Oh. Nee, ich gebe dir höchstens eine Karre Grünschnitt drauf. Wow, der Punkt ging an dich. Der geht an dich, Mädel. Ach, komm. Wir müssen immer erst warm laufen, die Mädels, ne? Dann können sie gut austeilen. Ja. So, am Anfang des Abends bin ich immer noch das Alpha-Tier hier, weißt du? Und so, je wacher und munter sie werden, hör auf mich an zu. Legen sie mir denn die Leine um. Stopp. Frech. Mädels. So nicht. Sag mal, Mel, Anni, Stachy und Nasi, habt ihr euch heute gegen mich verschworen? Die Einzige, die noch nicht denkt, ist Gwenny. Gwenny. Gwenny, vergiss nicht, ich hab dich lieb. Vergiss es nicht.
Diese Hexenlachen, ne? Es ist zu geil. Aber Snow kann diese Hexenlachen auch so perfekt, ne? Ich glaube daran, es ist mein normales Lachen. What's this? Oh dear lord. Ach, da kommt schon der Nächste um die Ecke. Ist doch okay. Ach, du bist direkt tot. Okay, du spawnst dich wieder. Ich treffe dich gar nicht. Wow, Lordi wieder. Moment, erst willst du übers Ziel legen, du willst dann alleine gelegt werden. Ich verstehe. Nein, so war. Ach, Mel, sei ruhig. Alter, das ist ja. Warten Sie. Moment. Roxy, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Da kommt eine Zone. Ja, klar kommt da eine Zone. Wunderschön und mein Beileid, Schlumpi. Heute bekommst du es wieder von allen Seiten. Ich hab's gerade gesehen. Ja, ja, jetzt kommt die Rache für den RP. Wirst du denn die ganze Woche stänkern? Da kommt dann immer die Rache, denn, weißt du? Schön, dass du da bist, Roxy. Roxy hat im RP gestern, hat der nur den Follow da gelassen, damit er an den Stopp-Emote rankommt, ne? Der Nassauer. Snow, oh, schönen guten Abend. Oh, fühl ich, Rox, fühl ich. Lebt noch jemand? Ja. Oh. Oh. Snow, mein Sohn, ein Licht, ich nipp sie aus, dein Licht. Snow. Sieht da eine Gurke hinten dran? Ja. Lull. Die sieht aber ein bisschen weckelig aus. Nicht so erfreut drüber, dass er da hinten rumhängen muss. Das ist Gurkenweg. Also Pickelweg. Okay. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Rick und Marty. Wow. Entschuldigung, Lodi. Entschuldigung. Was ihr habt zu essen, Snow? Hat sie schmeckt? Ich hör dich. Oh Gott. Kannst ruhig Zwerge oder so zu mir sagen, nicht Gott. Gott ist du. Ansonsten mit D geschrieben. G-O-D, großer Oberdenker. Jetzt zeig dich in Schutz genommen, ne Nasi? Jetzt musst du lieb sein. Fuck. Oh, nice gemacht. Oh, stopp, sehr gut. Oha, sehr Maschine. Gut. Bienchen, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Runde 1 von 30. Ja. Also noch müssten wir ein Plätzchen frei haben, wenn noch mit Snow ist der Gruppe beigetreten. Sehr schön. Müssten wir, glaube ich, noch ein Plätzchen frei haben jetzt. Biene, wenn du willst. Wie bin ich hierher gekommen? Ja, Ende. Ende. Snow, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Hello. Hello again, ich sage dir hello again. Wow, wow. Kommt sie von hinten? Nein, nein. Nein. Ich hab dich nicht getroffen. Ich hab's mitgekriegt. Aber es stört mich nicht. Ja, das glaube ich dir, dass ich doch nicht stört. Aua, ey. Go get him. Warte, kommt der. Lodi! Dieser Lodi und seine Pumpe, ne? Frech. War aber knapp doch. Viel hattest du nicht mehr. Einen Schuss hätten doch, glaube ich, gefehlt. Ja. Was Neues eigentlich mit drinne? Ja, ich habe dir zugeschaut und habe gesehen, dass du bloß ein HP hattest. Wow. Brech. Ich bin an einem Ort, wo ich nicht weiß, ob ich sein möchte. Anni, lach nicht. Was hat denn mein Controller hier immer für... Verwackelung. Oh. Ich mag das nicht. Ich ahne. Hä?
Das doch einfach. Und der nächste. Kannst du auch nirgendwo hinlaufen hier. Ah komm, wie viel hast du noch? Was? Drei. Ui. Scheiße, Zone. Nein. Hä? Ich komm hier raus, hier. Aua. Ach, guck mal. Das ist unsympathisch. Da unten ist ja auch schön, guck mal. Aber war das nicht mal Baden-Württemberg? Ach, Mann, Nasi. Ja. Du alter Dreckschlipper. Mit dem Sniper! Mehr Glück als Verstand. Frech. Ich fühle mich hier nicht sicher. Schinkenhackkrötchen. Und ja, Schinkenhackkrötchen ist noch. Klingt aber auch lecker. Wenn du wo? Nein! Oha, Snow! Oh, was hast du für ein Skin heute an? Den habe ich die ganze Zeit schon. Und du bist bei mir noch nicht vor der Kamera aufgetaucht, Snow. Ich habe den jetzt gerade eben erst gesehen beim in der Killcam. Den habe ich schon die letzten paar Male angehabt, wenn ich mit dem Vater gespielt habe. Echt, ja? Ja. Jude, letztes Mal, wo wir Fortnite gespielt haben, da bin ich ja bloß immer friendly-mäßig an dir vorbeieiert und habe deine Teammates geärgert. Ich hab kein Scharfschützengewehr bekommen. Unsympathisch. Hör doch auf zu hüpfen! Nein! Einfach gar nichts! Au. War Miguel nicht im Tod oder war er denn in der Vorrunde? War Vorrunde, ne? War in der Vorrunde, ja. Aber heute ist man sicher, bei Opi, solange man kein Stockschild ist, wird man von ihm auch nicht Wow! Wow! Also, ich will ja nicht sagen, Kuno, in dem Spiel gibt es auch Stoppschilder. Naja, aber solange man kein Stockschild ist, hat man nichts zu befürchten von mir. Das meint er damit. Durch meinen Kartoffel-Aim. Kartoffel-Aim? Bei mir gibt's gar Kartoffelsuppe. Das ist doch schon wieder die alte Kräuterhexe da drüben, oder? Negativ. Ich bin schon tot. Das war Miguel! Warum sieht Miguel aus wie Snow? Na, wann denn? Ich versuche dir bloß ein bisschen die Ehre zu nehmen, dass du aussiehst wie eine Frau. Ist so meine heimliche Rache als Maul. Was heißt da Ehre genommen? Ist doch eine Ehre, okay, wenn man so aussehen darf wie eine Frau. Also, Miguel. Von euch noch. Sachi lebt noch. Es ist zwar gewöhnungsbedürftig, dass man immer warten muss, aber kann man mal kurz das Hirn ein bisschen refreshen in der Zeit, ne? Yes. Ja, mein Kopf ist eh noch Quark. Warum? Weil wir eine Klassenarbeit aufhaben über die Ferien. Über Ethik, wir müssen über einen Mythos schreiben. Okay. Und ich hab halt die Freya und da habe ich gestern ein Gedicht geschrieben und geschrieben. Ja, dein Dialekt, ne, der killt mich irgendwann. Und die Freya halt gezeichnet und boah, mein Kopf, der glüht halt einfach noch. Und ich glühe. Ich wollte ja mal, warte mal.
Ich bin ja gerade kein Sektor. Na, dann kann ich ja. Warte mal kurz. Sag. Macht mir aber auch keiner, dass ich noch das Logo von Sektoren habe. Du, Obi. Doch. Hat ausgemacht. Mann, der Wälder! Schno! Du alte Kräuterhexe. Doch, ich töte sie! Töte sie! Ja. So Mist! Aua! Egal, ich hab Miguel erwischt. Schnell weg. Jetzt sehe ich das gerade, jeder hat ein unterschiedliches Waffenkit. Okay. Mhm. Ich dachte, jeder hat dasselbe Waffenkit. Okay. Der war nicht schlecht, Opi. Stopp! Halt's Maul, Alter, wie du heißt. So geht das nicht. Ich hatte genau im richtigen Moment gewechselt, dass ich den Schuss gesehen habe. Das sah richtig schön aus, Schlumpi. Dankeschön. Aber hast du gesehen, ach nee, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, wie lange ich gebraucht habe, um den Kopf ins Scope zu kriegen? Negativ. Ich habe gewechselt und kurz drauf hast du geschossen. Ein bisschen tatterig hat er gehabt. Sind sie jetzt oben oder sind sie jetzt unten? Fuck, Alter. GG, Schlumpi. Alter, als ob die Waffe gerade leer war. Die üblichen Opi-Probleme. Waffe einfach leer, wenn der Gegner Hallo sagt. Wie mit Snow letztens, ne? Ich renne in den Wind drin oder wo sie saß. Ein Schuss im Lauf, super. Hey, was? Hey, nee, so. Oh, ich hab mal goldene Waffen. Warum hab ich Fisch bekommen? Ich hab auch einen Fisch. Blub, blub. Ich auch jedes Mal. Der ist zum Heilen. Ja, aber warum Fisch? Weiß ich doch nicht. Nein, lassen Sie mich in Ruhe. Nein. Hast du Joghurt im Rucksack? Der Nächste. Habt es dann bald. Von links, von rechts, von hinten. Ey, Waffe leer! Ach, ich hab zur falschen Waffe gewechselt. Warum gibt das Spiel mir auch eine Feuerstoßwaffe, Mann? Ach. Und? Hm? Ich glaub, der ist erst was in hier reingejoint. Ich glaub, der wollte hier nicht rein. Könnt ihr so schnell immer da sein, wo ihr seid, ey? Don't ihr oder was? Wir sind halt Alphas. Ich hab meinen neuen Camperplatz gefunden. Das ist jetzt mein Dach beansprucht und nein, Snow, du campst da nicht. Ich wurde aber nicht von dir erschossen. Nein, das weiß ich. Ich hab dich bloß von meiner Stelle aus nicht ins Visier bekommen, Schluppi. Ich hab durch einen Jagd auf dich gemacht. Aber warum? Warum nicht? Warum denn doch? Wissen jetzt warum so. Warum denn nicht? Warum wissen denn jetzt so? Was baust du jetzt hier so Druck auf, Schwester? Weil Baum wegen Toaster. Alter! Du kleiner Muffmolch, ne? Na, Opi. Das ist mein Dach. Wieder unten vier Augen angezeigt werden. Wie geil ist das denn?
guter Schuss, Lodi. Also, ich glaube, das war jetzt eigentlich bloß eine Frage der Reflexe, oder? Weil der, wo als erstes schießt, hat eigentlich jemanden gehabt. Ja. Nein, ich habe auf die Zone geschaut gehabt. Mich hat die Zone irritiert und war abgelenkt. Ja, und dadurch habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Dabei bräuchte ich nur dem Fischgestank nachgehen. Nase. Ob die Augen aus dem Sinn. Nase. Das ist falsch. Aus der Nase. Ja? Kontrollier mal dein Mikrofon. Ich höre da gerade nur Mimimi. Oh, der war böse. Aua! Ich mach mit Stopp. Wer handelt denn hier schon? Lodi! Au, 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 nein, nein! Ah, da hat er. Ach, fuck. Alter, was haben denn die Pumpguns in dem Spiel für eine Reichweite, Lodi? Musst du wissen, welche du benutzt. Boah, Bruder, wie ehrenlos. Sind eigentlich unsere... Ja, was für ein Glück habe ich mal wieder, ne? Sind unsere Pokémons eigentlich wieder an, nachdem ich ja jetzt den Bot wieder anhab? What? What the fuck, was war das? Die Camperin hat wieder zugeschlagen. Gar nicht wahr, lass mich in Ruhe. Mobb mich nicht. Nein. Au, oh. Was? Ich bin dir recht. Von wo kam der Schuss? Ich hab gesehen, dass... Geh dem Geruch nach. Der Fisch war's. Der Fisch war's. Riecht nach Fischmarkt. Oh. Klub. Du-du-du-dum. Schaut, jetzt pupst der Fisch auch noch. Toll. Ich hab mal ein Pokémon gefangen in meinem Stream. Yay! Glückwunsch! Ja, gratuliere recht herzlich. Yay. Ist denn schon noch ein Schild oder was? Mel, mein Sohn, in die! Wenn zwei Flummis gegeneinander spielen, ne? Ja, ich hing am Fensterbrett. Die gucken auf den Rücken, die so ein komisches Gesicht machen. Der Hase gewinnt. Hoffentlich ist es nicht das Einzige, was heute Obi trifft. Nö. Wir wissen alle, Kulo, dass ich nicht der DDA Master 3000 bin, ne? Oh, eine goldene Sniper diesmal. Tschüss, OP. Tschüss. Wird übrigens auf dich geschossen. Ja. Wenn du... Nein, weg! Aus! Böse Ratte! Ah. Böse Ratte. Muss dich doch einmal noch treffen. Danke. Wenn ich sterbe, nehme ich dich mit. Okay. Waren sie wieder unsere drei Probleme? Nein, Vakuum! Wie viel hast du? Wow! Du kleine hässliche, ey! Hattest du noch 3 und 5 Leben? Du hast mir mein komplettes Schild auf jeden Fall weggefressen. Warum läuft Lodi hinter Gwenny hinterher und hat sie nicht gleich getötet, wo er sie gesehen hat? Boah, falsche Waffe! Zwergi, wie hast du es gerade geschafft, den Baum abzuschießen? Weil Baum besser als Stoppschild. Oh, wow. Dein Arsch gehört mir, ne? Dein Arsch gehört mir. Naja, wieso? Das Stoppschild hat ja um sich geschlagen. Der Baum stand ja still. Da ist okay, eine Kunst zu treffen, da bin ich bei dir. Gut, außer man heißt Sascha. Dann schießt man trotzdem noch 2 Wehrsalben daneben. Wer lebt denn noch? Alla? Lodi. Blub. Der Fisch!
Immer der Nase nach. Oh. Sehr schön. Oh. Ich hatte am Anfang gedacht, dass es schief geht, ne? Weil du das erste Mal in die Mauer geschossen hast, so wie in der Vorrunde. Ja, weil Mauer. Besser als Baum oder als Stopp. Ich werde da draußen einen Wettkampf machen mit dem Stoppschild. Ich bin da schon echt am Grübeln. Ne? Ich lass mir da was einfallen. Also du brauchst einen eigenen Emote dafür, weil Stopp. Hat das Snow schon gemacht? Nein, ich meine auch im Spiel, bitte. Ja, dafür muss ich erstmal ein ganz großer Streamer werden. Dann krieg ich sowas. Ja, dann wach's mal. Ich. Wieso schießt die Waffe nicht? Nein, bleib weg, Lordi. Ja, ich geh ja schon. Du kommst hier nicht rein. Mann, Opi. Mann, Gwenny, was ist denn los? Opi. Gwenny. Natürlich schlug ich wieder in seine Ecke da oben. Negativ? Positiv, ich hab deinen Kopf gesehen. Negativ. Positiv. Negativ. Wenn du das runterspringst, ist es trotzdem kein Unterschied. Ne, ich war bis da, wo du die gesagt hast, war ich noch nicht oben. Ich schwör. Ich kann's bezeugen, ich guck zu. Dann war gerade irgendwer anders auf dem Dach. Frech. Was zum Teufel bist du, Schluppi? Suchst du mich etwa? Nein, ich bin tot, aber trotzdem. Du warst auf dem Dach neben mir. Ja, ich war hier unten drin, als du sagtest, ach, da ist Schluppi, und da bin ich gerade hier unter das Tor gelaufen. Aber ich habe davor wirklich jemanden, irgendwen da oben sitzen sehen. Nee, das war ich in dem Moment wirklich nicht. Komisch. Hä? Gut gemacht, Püppi. Nein, ja, doch nicht. Miguel war noch da. Miguel war da. Wollte gerade sagen, Stachy habe ich schon im Haus erschossen. Mhm. Wer lebt denn von nicht mal vor noch? Die Tür lassen sie mich gehen. Wird so lachen, wenn ich die ganze Zeit an euch vorbeiläuft, gegenseitig. So im Kreis, ne? Das würde ich uns sogar noch später zutrauen. Das ist ja das Problem dran. Gehört, Obi mag keine Schrotflinten. Wow, von wo? Boah, geil. Der war richtig gut. Der war geil. Er hat auf dem Dach gesessen. Ach, du kleine Dachratte. Ja, ich hab genau zwischen dem Holzdach und den Schrägen durchgeschossen. Habt ihr den Kopf gesehen? Meine Ohr! Ich hab schon wieder einen Fisch bekommen. Abzuheben, Gwenny. Eieiei. Gwenny ist eine abgehobene. Rennt nicht auf den Reifen drauf, weil man auf sie schießt. Ach, ihr habt sie auf den Kaktus gesetzt. Hm? Oh fuck, das war voll daneben. Boah. Also, Gwenny, ich hab ein bisschen mehr erwartet. Ja, ich hab schon lange nicht mehr gespielt. Du hast 3 Meter neben Miguel geschossen. Ja, das stimmt. Ihr dreckigen Schweine! Mann, gibt's nicht.
Die Team doch, Kapi. Nein! Also, ich glaube, ich habe Fragen. Wie bist du überhaupt hingekommen? Also, normalerweise bin ich da, wo ich nicht sein sollte. Aber du? Bist halt mein Vorbild. Das war ein nicht genehmigtes Gebäude. Ach, jetzt fang doch an wie Lordi, ey. Ah, Lordi! Meinst du, der hinter dir ist? Da setzt du dich genau vor meine Schnute hin. Ich bin da oben runtergeplumpselt. Also man kann oben auf die anderen Container nicht rufen. Du kannst wirklich nur ganz sanft an der Kante lang rennen und dann fällt's aber irgendwann runter. Muss man ja mal probiert haben, oder? Ja. Probieren geht über studieren. Habe ich von Snow gelernt. Sie war mein Vorbild. Sie ist mein Vorbild. Wer lebt denn jetzt noch? Fest. Oh ja. Ecke in der Wand fest. Ah, ja. Miguel, rate mal, was gerade im Backofen gewandert ist. Dein Brownie-Backblech, auch wenn ich nicht Miguel bin. Ja. Ey, wenn der jetzt hier anfängt zu sabbern im Stream, ne, und hier alles wieder schmutzig macht, ne? Dann kommst du vorbei und wischst auf. Der Fisch! Der Fisch! Geh weg! Wie sie erstmal aneinander vorbeilaufen. Oder? Der Kaktus! Die hätten Snow und ich gerade sein können. Was noch? Vielleicht. Wie nö, wenn du den hier zum Sabbern bringst, dann wirst du auf Müll. Garfield, schönen guten Abend. Kommen Sie mit drin, wir müssen noch ein Plätzchen frei haben. Herr Garfield. Garfield. Hallo, hallo. Meets, meets, meets. Könnte ja funktionieren. Manchmal frage ich mich, wer diese Waffenzusammenstellung macht. Oder? Mal hast du gute Waffen. Irgendwer würfelt Waffen. Doch. Der Würfelpark. Ist doch okay! Ah, weg hier! Nein! Doch! Nein, Waffe leer! Den Mauskostüm hatten wir gestern in VR-Chat auch. Ah, ich brauch muss Rattengulasch. Ich brauch mal Rattengulasch, ey. Also. Du hattest gerade richtig Glück, sagen wir es so, weil ich habe bloß irgendwie so eine komische Schrift in den Dick gehabt, wo man absolut nicht mit umgehen kann. Jo, Alter, entspann dich doch mal! Los, Lordi, mach dich kaputt, mach aus dir Fischbutter! Ah, schade. Hey, Lordi, du hast aber auch mehr. Du hast echt Lack gesoffen, oder? Nö. Doch. Oh, da oben ist ein Sprungtableau. Den ich jetzt nicht sehen dürfen. Von Déjà-vu. Wie im Ziel, wie sie einfach bloß die Holzstämme zu sehen war, nachdem sie tot war. Auch wenn ihr jetzt gerade kämpfen tut, hört mir mal bitte aufmerksam zu. Snow hat mich gestern, heute Nacht, hat sie mich auf eine grandiose Idee gebracht. Ihr kennt ja alle VR-Chat, ne? Ja. Mhm. Das werdet ihr euch zeitnah alle mal runterladen. Den nehmen wir in den Private-Raum. Und ich werde dann wahrscheinlich über Trovo streamen wegen Copyright. Und da werden wir uns dann alle Mann zusammen in Bunden machen. Da können wir uns dann gemeinsam die ganzen Clips angucken in so einem Videoplayer. Da können wir dann Musik machen, da können wir tanzen und Blödsinn machen. Da können wir dann mit einem Stift rumkritzeln, da kann man kochen, da kann man Raclette essen. Also werden wir wahrscheinlich Ende der Woche zum Wochenende oder Anfang nächste Woche mal in Angriff nehmen. Also ladet euch bitte alle VR-Chat runter. Ich muss das, glaube ich, noch drauf haben. Ach, Karma. Mies. Ich schaff's nie wirklich in diese verkackte Stadt runter. Nein, das ist immer noch hinter mir. Ach, es ist aber auch echt Glück, wo du spawnst, ob du runterkommst in die Stadt oder nicht.
Drop ist jetzt noch nicht. Ich kann spawnen, wo ich will, und Lord, die killt mich. Ich bin auch wieder nie in der Stadt gespawnt. Ich war immer bis jetzt oben in den Häusern. Entschuldigung. Wie da alles vollgebaut ist. Opi, da war ein Loch. Klingt nach einem Plan. Oder, Gafit? Woher? Doch, erst mal jemand abschießt. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ist jetzt alle im Kreislauf, oder was? Wo warst du? Hinter dir die ganze Zeit. Wow. Ja, zweimal hinter dir, hat dir zweimal den Arsch geschossen und bist dann übers Haus rüber geklattert. Ja, weil ich oben aufs Dach bin, ich wollte eigentlich von hinten ran. Klingt falsch, macht nichts falsch. Ja, das klingt wirklich falsch. Aber? Ja, es klang falsch. Never mind. Schnief nicht. Ich hab doch nicht meine ansatzweise gute Waffe, oder? Triffst du eh nicht. Erstmal ein bisschen hetzen und stichen, um dann die Kugel zu kassieren. Du misch dich da nicht ein, OP. Nein, würde ich nie tun. Böse Gwenny, nimm das Schadschutzgewehr aus der Hand. Wieder mein Haus, da fühle ich mich sicherer. Wie er uns da abfarmen wollt jetzt. Würde ich nie tun. Ach, jetzt kommt Lordi auch noch an. Lordi, einmal wenn man sich vor Gwenny verstecken will, dass man mal 20 Sekunden länger lebt. Miguel, du Kl... Ach, leck doch. Fett? Die Kugel. Ja, mit seiner Pumpgun, ne? Ja, Krebs. Wer lebt überhaupt noch? Oh. Lordi, würde ich sagen, oder? Nö. Nö, Lordi habe ich getötet. Hm. Also ich Bergi und Migü. Nein, lass mich! Angst hat sie keiner, aber flinke Beine. Gute Runde diesmal. Ich glaube, ich komme von diesen 3 Kills nicht mehr weg. Dafür habe ich 9 Assists. Also ohne, dass du das böse nimmst oder ich in VR-Chat wieder einen Fleischspieß in die Nase geschoben kriege vor Wut. Aber so schlechten Skill hast du schon lange nicht mehr gehabt in Fortnite. Nein, bis ich verstehe, welche Waffe ich überhaupt in der Hand habe, weil ich absolut keine Waffenkenntnis habe. Ich weiß, wie die Standardwaffen von mir aussehen und das war's. Wo bin ich denn? Alter. Ja, hier. Ja, da kommen hier gleich 2 entgegen. Ist doch gut. Hör auf. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Mann, oh, du dumme Ratte. Lass mich in Ruhe. Da hat ein Zwei auf mich geschossen. War unfair. Hab ich nur Dragon vorbeigeflogen. Das ist unfair. Von hinten kommt Stachia gerannt. Ach, hör doch auf zu hüpfen, mein Gott, Alter. Was ist denn alles? Keine Sprungparty hier. Mein Gott, ich klau dir was. Aber mein Zweitname ist doch Tigger. Nein, ich klau dir bei der nächsten Runde die Sprungschuhe. Alter, Stachi, was war denn jetzt mit dir los, ey, dass du so fertig tust? Ich hab manchmal so ein Aufbäumen an Können, weißt du, so. Dann kommt die. Das ist auch ganz schnell wieder weg. Dann kommt dir die COD-Snitch wieder durch oder was von früher? Frech. Das sieht nicht gewohnt auf. Snow, den Grillspieß hab ich bitte reserviert, ne? Ey, kollaboriert wird hier nicht. Schnell weg, bevor die aus den Häusern kommen. Nein, nein, nein!
Lass mich in Ruhe! Ach scheiße, ich hab Naomi aimt. Hast du mitgekriegt? Die ersten zwei Schüsse haben dich getroffen und eigentlich über dich drüber geschossen, Quelli. Ja. Fuck. Oha. Aber wie viel hast du noch gehabt? Ich hab noch 44 Schild. Ich hab auf jeden Fall getroffen. Ich brauch dann dringend einen anderen Skin. Ich sehe an den Ohren nicht vorbei von meiner Ratte. Ich sollte mich nur auf eine Sache konzentrieren. Nein, Pool. Nix, Pool. Das Sniperlicht von links hat er eben überhaupt nicht für voll genommen, ne? Wo die ersten zwei Kugeln herkamen. Finde ich gut. Fühl ich, Miguel, fühl ich. Fang mal die Waffe durch die Wand. Ja, ach, scheiße. Ohne Scope. Ach, scheiße. No, warte. Ich dachte, da oben sitzt Zwergi schon wieder. Das Rot auf dem Skin sieht geil aus. Ja. Was? Ich verstehe. Du hast ein. Ich hatte dich doch vorhin schon getroffen. Du hattest ein Sekündchen, wo sie hochkam, gerade zu früh geschossen. Da hast du die Hälfte deiner Schrotkugeln in die Wand geballert. Nein, aber ich hatte sie doch vorher schon getroffen. Ich glaube, pro Kill regenerierst du immer ein bisschen. Ich habe aber, glaube ich, niemanden gekillt. Mit der Zeit regenerierst du auch. Mann, einmal wenn ich Waffen hatte, mit denen ich umgehen kann. Was ist das denn hier schon wieder? Oh nein. Ich finde das immer bemerkenswert, wenn mal alles bei mir vorbeiläuft am Anfang. Da kommt der Nächste. Oh nein, hier will ich nicht rein. Da kommt wieder der Nächste, da kommt wieder der Nächste. Ich nehme bald Eintritt, hier sollte ich einen Zigarettenladen aufmachen. Oh. Nein! Diese Waffe einfach nicht umgehen. Hat man gar nicht mitbekommen, Snow, hat man gar nicht mitbekommen. Aber man nur solche Waffen gehabt, das ist ja das Problem. Gib mir eine Sniper und ich schimmel mich ans letzte Eck der Karte. Aber doch nicht sowas. Da muss man ja hinlaufen. Ihr habt noch Zeit. Wie frech. Entschuldigung. Wow. Nein. Wow. Mochi, guten Abend. Wo ist der Fisch? Es ist nur noch der Fisch, oder? Nee, der Fisch ist seine Kartoffelsuppe mit Cabanossi. Es sind tatsächlich noch drei Leute am Leben. Er hüpft da halt nicht drin. Fenster sagt nein. Ey, das war schon wieder Schmutz, ey. Ach, ich hab verzogen. Aber sowas von verzogen. Da bin ich aber mal ruckzuck im Look. Hast du was gegen Fortnite? Was spielt ihr denn da? Fortnite macht Spaß im Deathmatch. Du aller Ignorant. Wer lebt denn überhaupt noch? Ich würde mit der anderen schießen, die ist gelb. Ja, ja, lass mich nachladen in Ruhe. Wer ist denn noch? Miel. Ich. Die Zone. Lass mich. Das war eventuell taktisch unklug zu erwähnen, dass du gerade an der Zone warst.
Ja. Ich hab sie da vorne schon rechts auf dem Dach gesehen und dann ist sie wieder einmal weg gewesen. Ich hab gerade nur den Kopf gesehen, wie er weg war, aber ich wusste nicht, wohin sie ist. Das ist die Frau, die freitags nicht kann. Oh, eine goldene Schrotflinte. Oh Gott. Ich verstehe nicht mal, was das alles für Waffen sind, wo ich hier habe. Schmutz! Ja! Nein! Und das jetzt? Kung Fu, schönen guten Abend, schön, dass du da bist! Mein Gott! Wohnst du da? Wohnst du da? Wohnst du noch oder lebst du schon? Wollen wir da nicht mal so ein Stoppschild hinbauen? Ha-am! Wie kann es sein, dass jede Runde dort ist? Jede Runde! Das gibt's gar nicht. Ist noch ein Platz frei in Fortnite? Wir müssten tatsächlich noch einen Platz frei haben, Kung Fu. Danke fürs Verraten. Einfach nachjoinen. Ich hab dich verraten. Gesehen gehabt, also... Du hast mich verraten, dass ich auf eine Nein, Land ich, bin. Nein, ich hab dich das schon die ganze Zeit sitzen sehen. Lebst du noch, Snow, oder bist du das? Ich lebe noch. Okay. Oh, von Mist. Hör mal, weg das hier richtig sehe? 17 von 30, ja, wir haben noch genug Platz frei. Also komm rin, Kung Fu. Von da oben. Oben, ne? Bin gleich da. Alle klar. Sag, wie gerade ein bisschen weird aus. Ich wusste nicht mal, dass man hier rein kann. So, lebt auch noch. Okay. Was? Du kleine Buschelfe, Alter. Wie? Wo? Was? Wow. Einfach wow. Scheiße. Mann. Oh. Juti macht's noch. Juti macht. Ich muss es leider neidvoll zugeben, ey. Auch wenn ich dich kurz hasse. So 10 Sekunden. Den Rot von deinem... Weißt du, dass Lordi noch lebt? Den Rot von deinem Oberteil sieht geil aus. Jetzt leben noch die Wölfin, die Maus und der Fisch. Die Stadtmusikanten. Der Wolf frisst den Fisch und die Ratte das, was überbleibt. Oder die Maus frisst den Fisch. Der war schön. Oh, wie man bei Stone hallo. Gerade nur zwei sterbende Köpfe gesehen hat auf dem Bildschirm, so geil. Ich hab gehört, ich hab die Schritte gehört und wusste sofort, irgendwer kommt zu mir. Da bin ich aus Versehen aufs Dach hochgeknallt, da wollte ich gar nicht hoch. Nee, die erst, gegenseitig umgebracht. Die ersten Schritte kamen rechts von dir, aber ich durfte dir leider nicht sagen, mir ist fast rausgerutscht. Ich habe Waffen, die praktisch. Oh! Ich habe nur Gold. Komm, Schubi! Bleib doch stehen! Du musst doch nicht gleich springen! Nee, oder muss los? Was habe ich denn schon wieder für Waffen hier? Beim Nachladen kommst du! Ich war beim Nachladen, du kleine Hexe! Mir egal! Aber ich bin doch schlumpi! Trotzdem! Alter! Cody nachher das Fondue auf dem Kopf.
Kung Fu, vielen Dank für deine 150 Spitz und 5 Jahre dicht am Herzinfarkt. Vielen Dank. Gott sei Dank gibt's, haben wir noch keine Granatwerfer hier. Gott sei Dank. Ach, was habe ich denn da für eine Waffe? Hüppi, du Sack! Wer lebt das jetzt noch? Ich lebe noch. Wenn Snow gewinnen würde, würde ich da voll mit bei sein. Junge, wie ich Fortnite hasse! Immer Geld darf nur nicht über 23. Schwitzer, Alter! Go. Go. Stevie, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Go. Das wird sehr interessant, ja. Sehr spannend. Bin ich mehr raus? Fenster sagt nein. Ach, verdammt. Sieh doch, was siehst du? Ich hab keine Waffe mehr. Stressen. Nicht, verdammt. Wenn ich Stress hast, noch nicht einschlafen. Denk dran. Aua, aua, aua. Hä? Von wo? Lol. Oha. Oha. Ich wusste nicht mal von wo, ich hab das Schaden bekommen. Und einmal hab ich dich genau am Eck stehen sehen vom Haus. Hat irgendwo von links geschossen. Aufs Dach und ich hab halt nur auf warten müssen, bis dein Kopf ein Stück mehr weiter nach links geht. Nö. Was ein Abfarmer, oder? Von irgendwie, ja. Erstmal ein bisschen ätzen. Wo bin ich denn? Hey! Lass mich in Ruhe! Nein, bleib hier. Bleib hier. Lotti, hau ab mit deiner scheiß Schrotflinte. Ich bring noch jemanden mit, da kommt gleich noch jemand, warte. Solange ich tot bin, ich bin mal schnell in der Küche, bin gleich wieder da. Jo. Ey, yo, was geht? Was geht ab, Kung Fu? Nicht viel. Fußball geguckt, Fußball geschaut und jetzt ein bisschen Fortnite mit euch. Ja, nice. Ich bin da, wo du nicht bist, Quenny. Nicht springen! Nicht springen! Ihr Flummis. Nur gewusst wie.
eh schon sehr viele Leute morgen ohne Enter-Taste, ohne Leertaste. Tüdelü. Was geht ab? Kung Fu. Dein Lucky geht gleich ab, da, wenn ich dich hante. Ja, schön für dich. Ich komme hier nicht ran. Wie viele leben noch? Enter sagt nein. Oh Mann, Gwendy, das war schon unfair. Ich hab doch so lange mit dem scheiß Fenster gekämpft. Du, mein Du. Mann. Ja, wo man hinwechselt, jeder hält sich bloß noch. Vor allem die Gurke auf den Rücken bei Gwenny, ey. Perfekt. Mit Miguel, oder wird er sich freuen? Was? Na? Was? Nö. Nee. Hallo, Garfield. Na, schmeckt es? Alter, nimm den Mikrofon aus dem Mund. Ich bin nicht laut, ich bin ganz leise, alles okay. Schieb mal dein Mikrofon ein klein bisschen vom Mund bitte weg. Das ist schon weggezogen. Okay, jetzt klingst du besser. Eben hast du dich angehört wie Gast, der sein Mikrofon bis an der Mandeln drückt. Nein, ich habe stehen lassen, ich muss den leiser kriegen. Mir haut's gerade die Ohren weg. Was? Mir zu leiser gedreht. Hast du ein neues Mikrofon? Ja. Das hört ja jetzt auf. Er ist immer noch zu laut, Junge. Krass. Wer macht denn da den... Wer macht denn da den Brudi? Scarfield. Fuck, warte, ich will doch Scarfield noch leiser stehen. Das Problem ist, ich habe rausgefunden, dass in Windows das Mikrofon auf 50% gewesen ist. Ja, was habe ich dir gestern erzählt, Garfield? Ja, bevor du mich verprügelst, ist okay. Gestern habe ich noch gesagt, guckst du halt mal in Windhof nach. Ja. Aber ich klinge der was sowas von geil. Was hast du für ein neues Mikrofon? Guck in Just for Fun nachher. Okay. Au. Da habe ich euch beide mal ein bisschen geschockt. Ja. Eskabul erwartet, ja. Ja, ich hatte Garfield ja von gestern noch ein bisschen lauter gestellt. Ich hatte Garfield gestern auf komplett hochgedreht, ja? Komplett hochgedreht, ja? Und dann fünf alles weggeflogen. Jetzt habe ich mir gedacht, meine Ohren fallen ab. Die haben geschlackert. Jetzt bist du wenigstens wach. Was? Jetzt brauchst du, bist du wenigstens wach. Jetzt brauchst du die Ohren zumindest nicht mehr waschen. Ja. Diese Hase bei Miguel, das Skin auf dem Rücken, nee, den akzeptiere ich einfach nicht. Der ist mir zu glücklich. Der ist mir einfach zu glücklich. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Schlumpfi. Ach, du bist tot, schade. Ich hab hier extra gewartet auf dich, schade. Ich fällt hier früh auf, dass ich tot bin. Ich war gerade im Garfield-Leister stellen, kam in die Zone und hab ich Miguel von hinten erschossen, als ich dann losgelaufen bin. Oh, nee, hab ich tatsächlich nie mitgekriegt, verzeih bitte. Es tut mir so leid. Ach, lüg doch nicht so schamlos. Oh, Garfield. Ohne rot werden. Es tut ihm leid, sagt er. Nee, wirklich so. Ohne Scheiß, tut mir leid, echt. Ja, ist doch okay. Ist doch okay. Bin ja schon weg. Ach, da kommt hinten schon wieder der Nächste. Du bist zu mir gerannt. Ich geh mal ganz kurz zurück in die Lobby und geh mal eine rauchen. Ja. Macht ihr Private Match? Yep. Und du hast was zugeguckt im Stream. Ja, gerade bis jetzt, aber ich wusste, ist mal eben egal. Den nehmen wir alle einfach mal kurz zurück in die Lobby. Ja, okay. Ich dachte, das Spiel gibt 2 Minuten nämlich drin. Ich glaube, die Miezekatze hatte gerade die Lasagne nicht gegessen, sondern im Kopf. Ja. Gefühlt ja, gefühlt ja. Dann kann ich wenigstens einen anderen Skin raussuchen, ey.
Alle die Ohren verdecken wirklich die Sicht. Alle back to the roads. Aber scheint ja doch nur eine anständige Map geworden zu sein, ne? Weil am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, nachzugucken, wenn du tot bist. Na, aber läuft ganz gut tatsächlich. Kung Fu, spiel schon an? Jo, ich bin noch gerade am Einstellen und dann join ich. Großartig. Ich einstellen. Updaten. Die Karte behalten oder eine andere? Behalten. Ich würde gerne andere machen oder behalten müssen. Andere? Mhm. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob ich zumindest vertreffen kann. Negativ. Notfall. Das liegt aber nicht am Mikrofon. Ich wollte gerade sagen, Notfall schmeißt das neue Mikrofon. Was ist das denn? Fangen. Fangen. Wer war denn das jetzt, der dazugekommen ist? Keiner. Ich nicht. Wer ist hallo? Dieser komische Typ da. Hey. Dieser komische US-irgendwas-Typ da. Wer ist das? Das muss irgendeiner von euch sein, weil... Bei mir steht Freunde hinzufügen. Von mir ist es nicht. Ich hab nicht so viele Freunde in Fortnite. Ich bin gejoint. Ja, du standst ja als Kung Fu da. Ja, irgendeiner kam da noch dazu, den keine Sau kennt. Ich meine, Ingame Voice aus. Hört ihr mich? Mhm. Nee, ne? Rickless! Ein gemeinsamer Freund steht da. Von wem? Von Gwenny. Echt? Mhm. Kenn ich nicht, keine Ahnung. Der hat gerade auch Rickless gesagt, also keine Ahnung. Ups. Das war ich. Dankeschön. Wer ist das? Weiß ich nicht, aber er ist wieder da. Hast du den mal entfreunden? Ja, mach ich. Ich bin trotzdem dabei. So, ich drück schon mal auf bereit. Ich geh noch schnell auf die Klappe 00. Ja. Lauf dich nicht. Guten Abend. Servus. Hallöchen. Moin. So. Alter, sind das heute viele in der Gruppe, ey. Haben es ordentlich geklatscht? 3, 4, 6, 8, 9. Passen wir da alle drin? Bestimmt, hoffentlich. Ich such mal. Nee, jetzt sagt mir auch nichts an. Warte mal, wo war denn das? Moment. Wo sind die Karte jetzt hin? Die versteckt sich bestimmt vor dir. Maximal 20 Spieler. Naja. Hui. Alter, das wird jetzt ein Gemetzel auf dieser Karte, ne? Das wird jetzt absolut Krebs werden. Ja. Wie viele Leuchten werden wir wohl in jedem Team haben? Geld, die Lampen. Ich glaube, mit dem Wend und mit dem Rüberpushen in andere Base, ich glaube, ihr werdet nicht unbedingt so zum Snipen kommen. Kobi, schönen guten Abend! Jetzt kommt der Ententanzer. Ja. Mike, Mike. Alter, sieht ja aus, Garfields Mikrofon sieht aus wie so ein Radiomikrofon, null. Kommt doch einigermaßen so hin. Kommt jetzt noch irgendeiner rein oder sind wir vollzählig? Ich habe bereit. Alter, dieses Lied Entenkacks, ne? Kommt jetzt noch einer rein oder sind wir vollzählig? Wir sind. Ja, guck, ja, da oben stehst du. Zwei würden noch reinpassen. Guck mal. Oh Gott, weg, blöd. Ich bin jetzt gespannt, wie die Teamaufteilung wird. So, ja, da hat es verwechselt mit dem Stoppschild da oben, weißt du? Du, sei mal ganz leise, du, der schon an einem Fallschirm stirbt bei COD. Du, back ganz kleine Brötchen. Schlumpi. Fall mir nicht in den Rücken, Kung Fu, bitte nicht.
Sloppy, Luftkissenboot, Sprengfass, zwei Stoppschilder, nein, drei Stoppschilder, ein grünes Schild und ein so ein komisches Fußgängerschild. Muss ich weiterreden? Können wir uns wenigstens darauf einigen, dass wir zumindest bei den Noobs wie wie Kung Fu und Sascha nicht in den Rücken fällt, können wir uns darauf bitte einigen? Negativ. Was soll das schon wieder heißen? Ich hab zwar kein Stoppschild, aber... Mel, ich lese dich einfach nicht. Ich überlese dich einfach, Mel. Guckt euch mal im Stream die Discord-Liste bitte an. Habt ihr wirklich reingemacht und das Stopp? Ja, haben wir wirklich drin gemacht. Alter Schwie, geil. Gabriel? Ich bin bereit. Stachi? Ja? Bereit? Ich hab schon bereit gedrückt gehabt. Warum ist es wieder weg? Ich hab doch bereit gedrückt gehabt. Wenn mich rollt das Spiel. Nein, mein kleiner Lieb. Das ist nicht für du. Alter, ist das eine volle Lobby, ey. Oh mein Gott, ey. Das wird so harzig jetzt, ne? Das wird so harzig. Der mit dem Regenbogen hinten, mit den weißen Haaren, der erinnert mich gerade irgendwie ans GTA-AP, an Disneys große Pause. Hey, willst du ein bisschen Weed kaufen? Ach Gott, das wird so harzig. Mal gucken, wer von euch als erstes ausrastet. Ausrastet. Mit Geld. Mit Garantie. Wow, wow, danke. Oder du, weil sie permanent bei dir in der Base sind. Tut mir leid, Miguel, aber wir kennen dich mittlerweile alle hier. Also, diese Wendcamper! Warum bin ich hier als einziger auf dem roten Bereich gespawnt? Und alle bei Blau, nicht ihr! Obwohl, kämpfen ist gut. Schlumpi, Garfield, Nasi, Snow, Gwenny. Sehr schön. Das hier ist ein Abfuckler. Die anderen Wochen ist das jetzt nicht so. 76 gönnt ein Biss. Ich kissen ihn das hier. Kobi, vielen Dank für dein Bit. Vielen lieben Dank. Muss ich erstmal gucken, was für eine Waffe ist. Ist Stachi auch bei uns? Negativ. Nee, Stachi ist bei mir. Alter, wie voll diese Lobby ist. Auf angefangen, viel Level abgeschlossen, super. Streber. Keine Leuchte bis jetzt. Ey. Ich wollte ihn nicht, ich wollte ihn in einer Tür, ich wollte ihn in einer Tür. Ich hab deinen Aufhör zu schießen, Lodi. Das ist der Einzelschuss, ew. Ah, das ist Lasse. Aber schnelle Bena hat er. Bestimmt. Sitzt der da rum, ey. Okay, schon wieder Sniper-Schüsse. Kung Fu, mein Sohn, den Licht! Ach, scheiße! Ich bin hier so schnell weggekommen. Lade! Da kommst du. Hey, ich muss nachladen. Dann lad mal nach statt hüpfen. Ich hab viel Schuss auf dich geschossen. Kannst du nicht arbeiten? Warum stirbst du nicht? Weiß ich nicht. Lag schon. Okay, Leute, im Moment stirbt Stachy. Ich hab dir dein A gerettet, ey. Quenny, Mann, Alter. Ja. Die sind alle am Snipen und so ein Schlumpi steht auf jemand zwischen euch. Ja, ja, Kung Fu. Ich will verwarnen, werden wir noch. Ja. Oh, Stachy ist nicht oben. Oh, Gwenny! Aua! Halt da! Oha! Das geht doch um die Ecke. Das ist mir grad zu viel hier nie. Halt auf! Hä, mit einer Falle eliminiert? Ist doch gar nichts gemacht. Hä?
Ich dachte, ich bin kurz überfordert. Werden das ein Fernseher im Hintergrund laufen? Das ist irgendwie an wie so ein, keine Ahnung, Hörbuch oder so. Ist doch egal, warte, das ausmachen. Was stört? Schlimm, ja. Copyright und so wegen Stream. Also. Hey yo, bleib mal locker flockig, ja? Nur weil es bei dir langsam flockt, müssen wir. Egal. Okay. Fuck. Aber es wäre so schön gekommen, wenn ich dich im Rutschen noch geholt hätte. Hättest du nicht. Ich hab 300 Leben. Oh, du Drecksack. Hinter schon wieder. Ja, da oben sitzt wieder oben. Ja, komm, zeig dich nochmal, wer auch immer dein Band ist. Warum verreise ich denn permanent heute, Miguel? Los. Keine Ahnung, ich verreise permanent heute. Da ist keiner, Garfield. Da habe ich schon geschaut, da war ich schon lange genug gestanden. Da kommt niemand hin. Alter, ist doch okay, entspann dich doch mal, ey. Eine bunte Lobby, huhu. Ach, woher wusstest du, dass ich wieder rinkomme? Hab ich gesehen. Hast du gar nicht. Na, hab ich noch. Du bist voll der Muffmolch. Na, Warum stirbst du nicht? Du hast ein Jantet Magazin im Kopf hier bekommen. Uah! Rächt mich, böse Stachy. Miguel, der hackt. Aus! Sie ist Kung Fu gerannt. Ach, der ist schon wieder auch noch da oben. Nein, das ist Lolli. Halt, stopp. Ah, schade. Edgy Badge, immer noch 300 Leben. Warte mal. Ach, Lolli. Tu das 300 Leben weg. Nein, 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 nicht gucken. Nein, ach, da hab ich mich der Kung Fu, Alter. Lodi, seit wann kannst du durch Wände schießen? Seit dem Update. Boah. Du hast einfach auf mich erschietet. Wallhack. Mann! Stachy! Oh, danke, Stachy. No, ich war gerade am Lachen, Mann, ja. Da musst du weiter runterlaufen. Schön reingelaufen. Finde ich gut. 12 HP, was machst du da? Kannst du nichts mehr machen. Nein. Was hast du halt für ein Aim, Stachy? Miguel. Wenn du jemanden tötest, kriegst du mal wieder volles Leben und volles Dingens da. Ja, ich weiß. Wo ist die Taschenlampe? Da ist sie ja. Daniel! Na Mensch! Ich seh nix, weil das komische klinkende Ding da vor meiner Nase ist. Digga, jetzt schießt erstmal 3 Meter vor dir in die Rampe, Alter! Ach, Schmutz! Also, Schluppi kann man das Teamwork nennen. Ich sitze hier oben und wechsle ziemlich alles und jeden ab und durch schießt die Leute, Alter. Ja! Wenn du sie nicht kriegst, hol ich sie. Wenn ich sie nicht krieg, holst du sie. Ey. Das Problem würde es dann da sein, wenn wir beide sie nicht bekommen. Ey, na? Meine Backe. Alter. Oh, hinter uns. Ich war doch schon hinter drunter der Rampe, Alter, was? Wie viel Leben haben wir? Du kriegst doch keine Ahnung, wie viel Leben abgezogen, wenn du hier drin bist. Ah, der schon wieder an, Mann. Ach, scheiße. Ich rede schon wieder.
Jetzt haben wir gesagt, ach, der Dicke ist schon wieder hier. Das ist meine Hut. Also, was sagt man? Ey, meine Hut. Oh Gott, das war diese Waffen so. Ach du, Wendschimmlerin. Der Dicke, ach. Ja. Die dicke Lasagneplatte kommt wieder. Mal von Kappa und Exile ausgefahren. Huhu. Statt nachladen bin ich in diese Dingrin gehüpft, ey. Scheiße! Scheiße, 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 Scheiße. Kacke, Pisse, Scheiße. Sound Files, Frank, Scheiße. Kacke, Pisse, Scheiße hier. Scheiße. Jetzt sind mir ja wirklich nicht gerade wenig Leute und ich sehe trotzdem keinen. Wollt ihr es anlocken? Der dicke Kopf! Der dicke Kopf! Der dicke Kopf, aua! Uiuiuiui, ach Scheiße! Ich dachte, was das heute für ein Todesaim, Alter! Okay. Mit der Shotgun kann ich leicht aimen, wenn ich 5 Meter vor dir stehe. So kenne ich die alte Lady ja nicht. Mach jetzt nicht diesen hier, Miguel. Warum nicht? Sau. Leute, ich schimmelt oben. Ich hab jetzt ein 300 Leben, den kriegt man doch eh nicht wieder. Oben, ja. Irgendwie na, jedes Mal treffe ich Lordi einmal und dann kommt Schlumpf an und tötet ihn. Schlumpf, da kommt irgendwer hoch. Oh, du bist ja gar nicht mehr da. Ach, Scheiße. Stachy, die gibt noch andere. Was? Gib doch andere! Ja, wenn du immer zu uns reinläufst. Ich nehm nur das, was mir vor die Flinte läuft, also. Ich unterstütze nur meine Snow. Das ist doch so eine Kackpumpe. Ich muss nur mal kurz eine Pumpe holen. Moment. Wer auch immer da jetzt bei uns in der. Ach, ich hab dich gesehen. Ach, geh doch weg. Es kommt wieder jemand zu uns. Ach, ich hatte zu wenig Leben durch den Headshot, Mann. Stach, ich hab's aber gut aufgeschaut gerade. Besten Waffe schaut da rechts der blauen Base aus der Wand raus. Jetzt will er sein Plätzchen da oben wieder haben, doch. In der Rohrreiniger. Ah, lass mich durch. Du bist der Rohrreiniger, ach so. Hab ich's doch gerufen? Ich hab schon wieder. Leute, was war denn das? Gegner-Team hat den kompletten Wind besetzt. Bei uns in der Bay. Ah ja, gut. Schon wieder bei uns in der Base. Achtung. Er will es auf jeden Fall wissen, der Kung Fu. Wie viele Leute haben gerade auf Lordi gezielt? Das war gerade. Drei! Gut, hab ich auch gedacht. Oh, doch, da will ich doch gar nicht hin. Aber okay. Fuck. Wäre schön gewesen, Mensch. Ja, ich glaube, es wird wieder Zeit für 300 Leben. Nein! Antrag abgelehnt, Lordi. Da.
Jetzt hast du aber gebraucht. Das sah traurig aus, Schlumpi. Ja, ich war auf Lordi fixiert. Ich wollte ihn an den 300 Leben hindern. Trotzdem aber nicht. Ich bin trotzdem durch. Ja. Trotzdem krieg ich mir einen Headshot. Sieht man doch. Getroffen. Wie er nur noch mit Schrotflinte im Wind hängt. Nasi, verhaue mal deinen Mann, den Nixkönner. Wie ist er denn? Na, wo ist er denn? Die rennen nur mit Schrotflinte durch den Wind, ne? Aua! Da sind mir zu viele Leute auf einmal gerade gewesen. Ich habe da drei Leute oder so gesehen. Böser Fisch. Ich hab die 275 angezogen. Böser Fisch. Mann, wie viel Leben hast du? 300 und fast zum Heilen. Warum? Du bist unsympathisch, weißt du das? Ja, weiß er, wie es zu spielen. Ich hab davon voll die Ahnung. Jetzt habe ich gerade zu leise, oder? Ja, okay. Nein, bin ich nicht. Ach! Snow, wo ist dein Backup? Ich hab mich gerade auf Lordi fixiert, weil Lordi die ganze Zeit auf mich gesnappt hat. Achso, okay. Da waren zwei Leute so gut zum Handen, gerade jetzt so schön wegsnicken können. Böser Lordi! Sitzt Platz aus. Wo ist das Sushi hingerannt? Da. Sushi. Hi. Aua! Aua! Das ist eine feige Kleine. Oh Mann! Nein! Zauber an Starry! Bin gerade dein Lieblingsopfer oder was? Ja, du bist der Einzige, der nach sich rüber traut. Und ich mach halt Def. Das ist. Du bist die, die aufräumt, sagst du? Ja. Ah. Die Resteverwertung. Okay. Da hofft schon wieder jemand im Vent bei uns. Die Resteverwertung macht die eiskalt. No, die geht entweder in den Vent oder hoch. Ich habe ihn zum Eingang laufen sehen. Nein. Base? Claudi! So, hatten wir. Oh, da kann man nicht durchschießen, so ein Mist. Das ist alter Schnumpe. Fuck. Ich hab den Wasser. Ach, jetzt die schon wieder, Mann! Ja, nur weil ich auf unsere Base aufpasse. Kannst du dir nicht mal deine Froschlocken glätten gehen? Nee. Nein. Ich bin mir immer nicht so verwirrt, ich weiß nicht mehr, auf wen ich gerade schieße. Jetzt kommt die schon wieder, sag mal. Stachy! Ja! Woher weißt du mir, dass ich so schnell da bin?
Weil ich dich höre, wenn du darüber saust. Ich habe eben die Hockt an der Kante. Nein, ich höre dich rüberfliegen. Du hörst mich rüberfliegen. Das hört man. Okay. Falsche Waffe. Kleiner. Ah, Lodi! Macht sich Lodi auch noch unsichtbar, ey. Nein. Boah, er mit seiner dreckigen Pumpe, ne? Nur eiskalt an mir vorbei. Ich war im Flug. L-U-G. Richtig. Gibt ja auch Leute, die von Dragonfly sprechen und überhaupt nie wissen, was sie damit für einen Shitstorm auslösen. Was noch? Jupp. Dragonfly, war das nicht irgendwas von WoW oder so? Ach, wo der kommt, ist doch scheißegal. Geht um das Wort. Ui. Ist doch okay. Schwester. Hä? Mel, geh schlafen, es ist spät. Alte Frauen hören ins Bett um die Zeit. Im Wind einer drin. Lordi, ich seh dich laufen da oben, das weißt du schon, oder? Als ob du wusstest, dass ich da sitze, Alter. Die gucken alle meinen Stream und bescheißen. Ich würde sagen, wir machen nur einfach aus, aber geht ja nicht. Ach, Quatsch. Ich hab deinen Stream zwar laufen, aber Discord liegt drüber, also. Kung Fu hat mich ja ankommen sehen mit meinem Drachengleiter. Oh, Dios mio. Junge, wie ich fuck, das hasse immer so, du scheiß Schwester, Alter! Ach, diese Stachelbeere schon wieder. Nein, nein! Als ob. Ach komm, das ist doch scheiße mit der Waffe. Überleg mal, wie weit ich weg war. Das ist scheiße. Ich kann dir sagen, welche das ist. Das ist die Kampfschrotflinte. Mit der kannst du soweit. Ja, aber das ist doch Schwachsinn, mit einer Schrotflinte über die komplette Karte zu ballern. Das ist ja, doch mal richtig abfuck. Wenn es mir das Spiel anbietet. Ne, ich meckere übers Spiel, nicht über dich, ich meckere übers Spiel. Weil das ist doch Schwachsinn, dass du mit einer Schrotflinte über die komplette Karte heizen kannst. Da brauchst du ja keinen Skill mehr. Ja, bis dahin schaffe ich's nicht. Ich würde jetzt erstmal meine Dampfhof tanken. Ich stehe hier in der Ecke, lasst mich leben. Servus Klausi, Servus Grüezi und Hallo. Na, konntest du die Geld kosten im Prall. So ein bisschen bestimmt. Und wer kurz zum Strahl? Sagt mir Geld und Kung Fu. Aua. Au. Reckless, raus aus unserer Base. In deine eigene. Du musst halt gescheit zusperren, die Tür. Geht nicht, das sind keine Türen. Kannst ja aber klopfen. Ja, das nächste Mal. Mimi. Ja, Gewinni. Ja, nicht cool. So, das ist das Spiel. Komm hier raus. Komm die aggressiven Leute. Ja, nee, ist alles gut. Tamam. Tamam? Reicht doch, ja. Nein, im Deathmatch muss immer weiter drauf, Kung Fu. Muss ja. Doch sein. Wollt mal mit dem Besen fliegen. Wie kannst du durch die Wände schießen? Das ich schieß nicht durch die Wände, das ist so ein halber Millimeter. Du hast das so funktioniert. Du hast bei mir durch die Wand geschossen und ich bin gestorben. Das ist Desync. Das ist Desync. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, Kung Fu, ich hab das am Anfang auch geglaubt bei Snow, bis ich in ihrem Team war und die Killcam gesehen habe, die guckt wirklich einen Millimeter an dem Ding vorbei und drückt dir die Kugel. Aua! Bleib in deiner eigenen Base!
Bin wieder da. Baby. Ja, wer noch? Na ich. Ich hab den Arsch gerettet. Gerettet, hättet. Du da, hey. Kung Fu, magst du mich noch? Waffe leer. So, weißt du, wie oft ich dich heute schon geschossen hab? Ach, die stirbt einfach nicht, ne? Die sterben einfach schon wieder nicht, ey. Linke Seite. Ich muss nachladen. Ich kann mir mal neue Waffe holen. Autsch. Jetzt wird's ganz interessant. Also ich glaube, jetzt werde ich mich endgültig verfluchen. Was war das jetzt? Ich hatte nur noch Half-Life. Schmutz. Oh. Ich bist vor mir zerbröselt. Ich hab doch nicht mal einen Schuss lösen können. Kannst du dir nicht sagen. Okay. Alles klar. Alter! Aua! Und ihr sterbt noch nicht durch die Explosionsschrotflinte. Wer will mir denn das jetzt erzählen, ey? Ohne Witz. Wir rennen gerade durch den Blockbuster rum. Es kommt wieder welche zu Base. Blub, blub. Kommt der mit einer Schrotflinte an? Jetzt hast du mich eh schon gesehen. Nein! Böser Lordi! Aus! Papa! Aua! Aua! Ach Mann! Bleibt doch in eurer eigenen Base! Ich war das erste Mal oder das zweite Mal bei euch drüben. Ich war noch gar nicht bei euch drüben und jetzt? Aber auch nicht so ein Dauergast. Ach komm, nee. Wir machen immer mit offenen Läufen. Ich hab keine Lust mehr. Dass sie sich geborgen fühlen. Da kommen die Wetter gelaufen. Hammer! Aua! Ich setz mich jetzt hier hin und schaukel, ich hab keine Lust mehr. Ernsthaft? Genau, Kung Fu. Ich sitze da und schaukel und du farmst ab, weil sonst nichts triffst. Ja, ernsthaft, weil ich hab Miguel gerade mit der Expo-Schrotflinte komplette Magazin mit 6 Schuss hier drückt. Er ist nicht gestorben. Er ist einfach nicht gestorben. Expo-Schrotflinte. Ey. Und so macht das Ding den Spaß. Das ist Blödsinn. Ja, mach mal leer. Tschüss. Oh, Leute, die hat schon wieder 300 Leben. Ja, sollen wir irgendwas anderes dann spielen? Nö, Altyu, tobt euch aus. Altyu, tobt euch aus. Ihr müsst doch wegen mir jetzt nicht aufhören. Das wäre Blödsinn, Gwenny. Au. Müssen wir eigentlich so warm, ey? Wir haben 8 Grad draußen und ich sitze hier und schwitze. Was mich mit deiner Midlife-Crisis angesteckt, statt Nein, das nennt man. Hast du auch ein bisschen was gefunden hast? Aber
Du sparst nur Heizkosten, glaub mir. Ich spare sowieso Heizkosten. Ich hab nur die Heizung ganz minimal an, damit sie hier nicht noch weiter schimmeln wird, weil ich schon mal Schimmel in der Bude hatte. Ansonsten habe ich nie Heizung an im Winter. Heizung, was das? Kann man das essen? Außer im Bad, da habe ich die Heizung auf 3 zu stehen, dass es so lauwarm ist, sag ich mal, weil ich hasse es, wenn du auf Klo ist und kriegst einen kalten Hintern. Und weil der Kater oben auf dem Spülkasten sein Deckchen zu liegen hat, weil er da immer pennt. Aber warum ist Stachy gerade so ultra leise? Was? Bin leise? Ja, jetzt wirst du wieder ein bisschen lauter gerade. Okay. Ein Mikrofon keine weggeschiebt? Nee, eigentlich nicht. Ich hab's erschrocken, das ist das Problem. Zuck. So versteck dich nicht hinter Obi, das ist gemeint. Oh Mann, da voll Stachy. Ich schreck da vor nichts zurück, du. Wenn sie jetzt nicht in meinem Team wäre, würde ich jetzt was Böses sagen, ne? Aber sie ist ja mein Team, da muss ich lieb sein. Aua! Nimm die Zunge rein, Mel. So was machen wir hier nicht. Du bist hier nicht beim Briefmarkenanleckdienst. Er sieht da unten aus wie Kreuzberg zu Silvester, da. Wie macht das alles jetzt rum? Das macht piu 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 piu. Abschüsse, Stachy. Abba? Ist der Abba? Mei, nimm die Zunge rein, sonst schneidigst du die ab oder mal Knoten drin. Ja. Und wie Gavi der kurz gechillt weiterläuft. Finde ich ganz toll. Eine Waffe. Waffe leer. Ah ja, Reckless hat ja die Granatwerfer gefunden. Ja, die lang dauert. Kinder, was haltet ihr von der Idee mit VR-Chat? Was haltet ihr davon? Ja, voll geil die Idee. Aber. Snow? Was? Haben wir nach dem Stream wieder ein Date in VR-Chat oder bist du denn noch in Los Santos unterwegs mit Stachy? Keine Lust auf GTA heute. Waffe leer. So schnell bist du nicht, Opi. Oh, hast du eine Ahnung? Ich hab flinke Finger. Aber das hört sich in dem Zusammenhang komisch an. Alpha, jetzt mal die Nummer. May, machst du mit denn mit VR-Chat? Ist auch, glaube ich, kleiner als 2 GB, glaube ich. Also lädt sich sehr schnell runter. Und dann, wenn irgendwelche Spinner-Dullis mit drin kommen, Snow ist ja Profi da drin, die wird euch dann zeigen, wie man die Leute dann stumm schaltet. Das war so gut. Nein, das nicht unbedingt. Aber wie man so zumindest stumm schaltet. Jetzt! Lordi, ich will mich hier mit Stachy betteln. Lass mich in Ruhe. Böses laufendes Sushi. Hat so gar schon gehabt. Sehr schön, sehr schön. Hey, ich hab nämlich gestern mit Snow haben wir durch Zufall eine coole Map gefunden, so ein Chill-Lounge mit Videowand und alles. Und da kann man halt auch zeichnen und ein bisschen rumballern, aber ohne, dass einer stirbt natürlich, ne? Und hat eine Videoleinwand, da können wir dann die Clips von Twitch mit drin machen, YouTube-Videos funktionieren, können wir dann richtig Party machen. Da freue ich mich schon drauf. Wir können ja wieder Pflicht oder Wahrheit spielen. Was können wir? Ich hab aber Glück. Wir können ja wieder Pflicht oder Wahrheit spielen. Ja, ich hab die Karte aber nicht mehr. Ich weiß nicht, wie die hieß. Die Karte von heute Nacht, die hast du doch als Homespot gesetzt. Ja, nee, die, wo Stachy gerade meint. Aber da waren nur noch Miguel und du und ich drin, glaube ich, oder? Ach so. Da waren bloß wir drei drin eben, deswegen. Und ich weiß absolut nicht mehr, was das wie die hieß. Ich auch nicht. Haltet noch 10 Minuten durch, haltet hier noch 10 Minuten durch, dann haben wir 22 Uhr, dann macht ihr Opi aus und dann könnt ihr. Ich hab hatte ich auch mal eine Map gehabt. Da ging so eine kleine Treppe hoch und dann stand so ein Fernseher und unter dem Fernseher konnten wir auch Musik spielen von YouTube. Okay. Nee, aber wir haben Snow und ich haben gestern eine coole Launch gefunden, definitiv. Also bis auf Montagabend hätte ich generell Zeit für Blödsinn. Na, denn ich werde das nachher mal im Discord noch anpinnen oder Snow wird das mal tippen, weil sie die bessere Rechtschreibung hat. Machen wir Freitag, Samstag oder Sonntag oder so, wo dann halt alle Zeit haben, Freitagabend oder so. Würdest du denn so einen liebevollen Text hin nachher schreiben, Snow, für VR-Chat am Wochenende? Kann ich mal schauen. Das wäre super lieb von dir. Ich hab auch gerade Müll verstanden.
ernsthaft? Am Wochenende ist Stachy nicht da. Das hat sie gesagt. Check. Ja, aber wenn der Dude ankommt, dann werden wir das halt öfters mal machen. So immer im Monat oder so und werden uns dann die ganzen Clips zu Gemüte ziehen. Wo ich euch jetzt schon hassen werde. Ich weiß schon, welcher Clip nonstop laufen wird. Oder welche zwei Clips. By the way, hört mal kurz alle auf zu schießen, damit man was im Stream hört. Hört mal kurz alle auf zu schießen und bleibt mal alle da stehen, wo ihr seid. Mel, ich habe Snow gestern den Clip gezeigt mit deinem Renault Twingo Clio, wo ich die Hupe penetriert habe. Ich habe Snow noch nie so ausrasten gehört beim Lachen, ne? Die ist so weggequietscht vor Lachen. Ich habe die Frau noch nie so lachen hören. Zu meiner Verteidigung, ich hab schon angefangen zu lachen, wo Schlumpi überhaupt schon gelacht hat. Dann hat er sich erst runtergelehnt auf die Hupe. Dann auf die Hupe drückt, Alter. Das war geil damals, ja. Ich muss vor Samstag arbeiten, das hier ist ja egal. Ja, wir fangen ja 20 Uhr wieder an, meldet. Ist ja, da ziehen wir denn auch nicht 8 Stunden oder so durch. Und wir werden das aber wegen Copyright-Rechten, werden wir das auf Trovo machen, weil ich nicht weiß, wie bei Kick das mit Copyright aussieht. Werden wir, oder machen wir das auf Kick? Wollen wir probieren? Oder gehen wir auf sicher und gehen auf Trovo? Gehen wir auf Trovo, ne? Ja. Also, Kinders, wer noch keinen Trovo-Account hat, ich glaube, wir haben einen Kommentar im Chat, Ausrufezeichen Trovo. Ich müsste aber lügen. Ansonsten findet ihr den Link auch noch im Discord natürlich. Ja, doch, guck mal. Also, wer noch keinen Trovo-Account hat, bitte im Chat gucken, da einen Account machen. Dann sind wir am Wochenende da. Wir werden dann im Discord nachher dann noch, wird es noch was anpinnen. Und mit @everyone markieren und dann werden wir da mal noch eine Umfrage starten, Freitag, Samstag, Sonntag. Da zeigt ihr nachher noch, wie das funktioniert, Snow. Und dann der Tag, der die meisten Stimmen hat, den nehmen wir dann und dann streamen wir das auf Trovo. Und dann können wir da nämlich auch ein paar Musikvideos einfügen und richtig Scheibe spielen. Hab ich echt Bock drauf. Soll ich dich dann wieder mit dieser komischen Scheibe von gestern erschrecken? Weil als Info, da gab es so ein Spiel, wo du halt 4 verschiedene Farben hattest. Der Roboter hat vorgegeben, welche Farbe du drücken musst und du musst das nachmachen. Und Schlumpi sucht gerade einen Clip und lässt nebenbei schon einen Clip laufen. Und ich mache nebenbei dieses Lego Schlumpi. Wo kommen denn die Töne her? kennt ihr noch aus der Kindheit diese runde Plastik-Memory-Ding, wo man auf Farben drücken muss? Da gibt es in dem Raum als viereckiges Ding mit 4 Farben und sie fängt da freudig an, drauf rumzudrücken und ich. Oh, komm, die fucking Geräusche. Und permanent auf der Nase hat sie mir geschubst, weil sie so schön quietscht. Der soll aufhören zu schießen. So, ich hab grad, das ist schon fertig. Nein. Und wenn er schießen wollt, macht. Ich wollte jetzt bloß. Nee, wir wollen nicht mehr schießen, aber jetzt. Ich will mitmachen. Gleich wird wieder Zug gefahren unten. Nein, wir machen das große Shout. Au! Und wenn das mit den Clips im VR-Chat gut ankommt, Kinders, dann können wir das gerne immer so im Monat mit drin nehmen, wenn euch das gefällt, wenn ihr Bock drauf habt. Müssen wir aber großer Kreis irgendwie machen. Warte, Leute, ich tue ein bisschen rutschen. In diesem Kreis wird nicht gelogen. Aua! Kannst du mal aufhören zu schießen, wer auch immer da hinten steht? Die schießen hier vom Balkon gegenseitig. Nein, der wohl links am Tor steht, der hat mich. Ja, toll! Ja, siehst du, schon wieder gequatscht. Wie ist denn das passiert? Du bist so ein Abfarmer, ne? Lern schießen. Ich würde ihn jetzt handen, Snow. Oh, Reckless! Team Rot, alle auf Reckless. Team Rot, alle auf Reckless und Team Blau lässt Reckless bitte schutzlos zurück. Den holen wir uns jetzt. Okay. Team Rot auf Reckless, Team Blau bleibt stehen. Bitte. Weil das war ehrenlos. Ich warte, bis er runterkommt. Nee, das ist Kung Fu. Aua. Kung Fu, stell dich mal zu dem Kreis nach vorne, dass wir dich identifizieren können. Wir suchen Reckless. Und lass uns bitte in Ruhe, Kung Fu. Der ist bestimmt das wieder. Das heißt Kung Fu? Ja. Der ist bestimmt wieder. Ich soll mittanzen, Kung Fu. Ich geh mal gucken. Das ist Lordy, das ist der. Aha. Wo ist die Sau? Der wird sich hinten in Blue Room in die geheime Kammer geflüchtet haben, der Feigling. Der gehört mir. Sicher nicht. Komm raus, du Feigling. Stell dich. Stell dich wie ein Mann. Steht hier ein Reckless rum? Das ist nicht so feige. Aber auch geil, ne? Reckless, wie deine Teammates einfach hören und dich komplett im Stich lassen. Ich finde das geil.
Hast du ihn gefunden? Ich bin gar nicht auf Computer. Ich hab ihn, glaube ich, gefunden. Reagieren. Ich wurde angegriffen, ja, er hat mich getötet. Na, sowas. Er ist auf jeden Fall in der Base. Ah, gut, die Base wo hat mich warst du, als du gestorben bist? Tot. Ganz oben, der ist so im Mittelgang, würde ich sagen. Ich sterbe jetzt, aber ist mir egal. Ich komme wieder. Snow hat sich ins eigentlich ja, nie hier, geschossen. Ich hab ihn. Er ist in der sitzt in der Ecke. Wenn du sozusagen bei uns hier, bei uns wäre das hier. Wie kann man markieren? Hier, wenn ihr das seht. Bei uns wäre das in der Ecke. Oh, reckless. Jetzt wissen haben, ne? Jetzt wissen echt haben. Wo ist die Schrotflinte? Ich brauche eine Schrotflinte. Ich mache jetzt einen auf reckless. Und bitte Granatwerfer noch zu. Taktische Schrotflinte nehme ich doch na mal. Na bitte, endlich habt ihr es geschafft. Du gehst mir trotzdem noch. Sag mal, kannst du mal aufhören, mich zu hauen? Nö. Warum? So, jetzt komme ich wieder zu euch. Ich auch. Ich wollte doch nur tanzen. Ich kann nicht. Ich will doch nur tanzen. Jetzt bin ich glücklich. Ja. Jetzt ist Frieden. Jetzt ist Frieden, Kinder. Hey, bei mir ist es gerade absolut nicht passend zum zur Melodie, ne? Warte mal machen kurz. Machen wir jetzt mal alle einen schönen Kreis und Opi setzt sich mit seinem Schaukelpferd mitten rein. Warte mal, ich habe gerade eine Idee. Warte mal kurz. Was? Ich hol den Granatwerfer. Nein, nicht so groß, weil wir müssen noch an die Person rankommen, oder sie im Mode startet. Ja, soll es funktionieren. Stimmt. Aber da muss OP noch in die Mitte. Ja, okay. Ja, ja, warte doch. Man kann warte, ganz warte, klein warte, justieren, warte, ohne dass warte, es abbricht. Warte. Muss man ganz kurz die Musik im Stream ausmachen, weil ich habe nämlich gerade eine Idee. Wo ist mein Musikprogramm da? Komm, guck gut auch. Schließ dich an. Diese eine Person. Wir sind immer auseinanderfallen, ne? Ja. Darf ich die Person erschießen? Nein. Aber dann ist der Kreis nicht so schön. Hä? Kung Fu los, schließ dich uns an. Klein Moment, ich muss nur kurz was vorbereiten. Warum ist Kung Fu eigentlich stumm? Keine Ahnung. Aus. Ich hab das Emote nicht. Nee, du brauchst nur beim Kreis aufdrücken. Schau mich. Schau einfach nach links und drück E. Nur auf Miguel zu gehen. Wir nehmen einmal nach. So, Kinders. Ich muss aber dann eben, glaube ich, erst abbrechen. So, Kinders, wir machen jetzt Feierabend. Ihr könnt jetzt noch ein Lied genießen. Dafür wird der Stream dann im Nachhinein gemutet, aber das ist mir jetzt wert. Macht euch einen schönen Abend. Wir hören und stören uns morgen Abend. Bleibt noch da. Wir genießen noch zusammen das Lied. Ich werde den Discord jetzt muten, damit keiner zwischenquatscht. Sagt alle liebe gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen und viel Spaß noch. Tschüss. We'll be right back.